Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Austria Lustenau am Samstag um 17 Uhr. Ich freue mich sehr, neben mir auf dem Podium diesmal auch unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner sowie wie immer unseren Cheftrainer Manfred Schmidt begrüßen zu dürfen. Bevor wir zum Sportlichen kommen, möchten wir unseren Fans aber wie immer noch ein paar Faninfos mit auf den Weg geben. Für uns ist der Samstag aus zwei Gründen ein großer Fantag. Nämlich erstens startet da der freie Verkauf für die Dreier-Abos in unserer UEFA Europa Conference League Gruppenphase. Los geht's schon ab 9 Uhr beim Ticket Corner in unserem Fanshop. Und zweitens, warum es so ein erfreulicher Tag ist. Wir erwarten knapp 10.000 Besucher für unser Heimspiel gegen Austria Lustenau. Und da freuen wir uns sehr darüber. Das Heimspiel steht generell unter dem Motto Alle in Violett. Wir rufen deshalb alle Austrianer auf, ihr Trikot aus dem Schrank zu holen und oder sich das neue Heimtrikot gleich im Fanshop zu sichern, wer es noch nicht hat. Der Fanshop hat, wie gesagt, ab 9 Uhr schon geöffnet. Also es zahlt sich aus, zuzuschlagen und in Violett ins Stadion zu kommen, um für eine geeignete Atmosphäre zu sorgen am Samstag. Das Saisonabo und die Einzeltickets für das Heimspiel gegen Lustenau sind in eben diesem Ticketcorner beim Fanshop erhältlich am Samstag oder rundherum an den Stadionkassen dann später, sowie online unter fak.at/tickets. Die Sportsbar öffnet am Samstag wie immer um 14 Uhr, das Rahmenprogramm beginnt dann um 15 Uhr, unter anderem mit einem DJ am Vorplatz der Osttribüne sowie mit einer Autogrammstunde. In aller Munde ist natürlich schon die Gruppenphase für der UEFA Europa Conference League. Das erste Heimspiel wartet ja bereits kommenden Donnerstag um 18.45 Uhr daheim gegen den israelischen Vizemeister Hapoel Be'er Sheva. Seit Donnerstag läuft der erweiterte Dreier-Abo-Verkauf für die Gruppenphase. Jedem Abonnenten stehen aktuell insgesamt drei Dreier-Abos zu, jedem Mitglied ebenfalls drei Dreier-Abos. Das heißt, in Summe, wenn jemand Mitglied und Abonnent ist, kann sich jeder natürlich sechs Dreier-Abos sichern. Und am Samstag beginnt für alle der freie Abo-Verkauf für die Gruppenphase. Vor dem Europacup steht jetzt aber eben noch dieses wichtige Bundesliga-Heimspiel gegen Austria Lustenau auf dem Programm. Meine erste Frage geht an unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner. Es war jetzt auch das Ende der Transferzeit. Wie bewertest du erstens die Transferzeit und was erwartest du dir auch von den kommenden Wochen? Ja, ich glaube, jetzt kann man wirklich auch mal ein Resümee ziehen, nachdem der 31.08. Vorübergegangen ist. Es hat ja am letzten oder am vorletzten Tag dann auch einmal diesen Abgang gegeben von Marco Djuricin, der auch dann sehr emotional von seiner Seite auch war, weil er sich natürlich auch als absoluter Austrianer deklariert. Er hat aber die Möglichkeit bekommen, auch in seinem fortgeschrittenen Fußballeralter, wo er, glaube ich, auch in ein richtig feines Alter nur mehr kommt, einen Dreijahresvertrag zu unterschreiben, der, glaube ich, auch von der wirtschaftlichen Seite seinen Vorstellungen entsprochen hat. Er hat sich auch ausgetauscht mit Alex Gorgon, wie es dann auch speziell dort rund um die Lebensqualität steht. Der Verein hat, ist eine nette Adresse auch in Kroatien und somit hat er auch diese Chance wahrgenommen. Das ist nochmal das letzte Update auch zum Marko Djuricin. Ansonsten, glaube ich, habe ich jetzt auch schon ein bisschen ein Feeling bekommen für die ganzen Neuzugänge. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass die alle miteinander jetzt schon recht gut angekommen sind. Auch der ein oder andere verletzte Spieler, würde ich fast schon sagen, sieht sich jetzt auch schon als Vollblut-Austrianer. Das einzige kleinere Fragezeichen, was wir nach wie vor natürlich noch haben, ist von der Stürmerseite der Marco Ragusch. Der macht aber auch jetzt gerade riesen Fortschritte, wie ich finde. Da kriegen wir super Feedback auch aus Deutschland. Also der macht einige Schritte auch nach vorne. Und auch der Matan Baltakstak, glaube ich, ist auch nicht mehr so weit weg jetzt von der Mannschaft. Das wird auch einer der Nächsten werden, die dann langsam auch sportlich dazu finden zur Mannschaft. Und von dieser Seite, glaube ich, sind die ganzen Neuzugänge jetzt alle sehr, sehr gut auch angekommen. Sie sind am Großteil auch auf dem Fußballfeld jetzt auch. Und da sind wir sehr, sehr happy, jetzt nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich, wie die in die Gruppe reingefunden haben. Das wäre so ein erstes Resümee. Und jetzt auch beim Billy sieht man, dem tut ja auch jede Woche gut, jede Minute tut ihm gut, wo er am Platz steht. Ein richtig guter Junge, wo ich denke, das wird auch mit jedem Spiel noch einen Tick besser und da sind wir, glaube ich, auch sehr, sehr happy, dass wir ihn in unseren Reihen haben. So würde ich es mal grob zusammenfassen. Danke, Manuel. Manfred, jetzt auch an dich eine Einstiegsfrage. Am Mittwoch hat die Austria 5:0 souverän im Cup gewonnen. Wie fällt denn dein Resümee zu den letzten Wochen aus oder wie bewertest du die Leistungen deiner Mannschaft in den letzten Wochen? Ja, du hast das eh schon gesagt. Wir sind sehr souverän ins Cup-Achtelfinale eingezogen, haben 5 Tore geschossen, haben 0 gespielt. Das ist alles sehr, sehr positiv. Sehr, sehr positiv natürlich auch für das Selbstvertrauen der Mannschaft. Ich konnte einigen Spielern Spielzeiten geben, was auch wichtig ist im Hinblick auf das dichte Programm in den nächsten Wochen. Und generell muss ich sagen, diese erfolgreichen Spiele in den letzten Wochen haben uns in eine sehr, sehr positive und gute Ausgangslage gebracht. Und in diesem Flow wollen wir bleiben. Und deswegen ist dieses Spiel jetzt gegen
Lustenau ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Wir werden uns hundertprozentig darauf fokussieren, ganz besonders im Hinblick auf den Beginn dann in den nächsten Wochen auf die internationalen Spiele. Danke Manfred. Jetzt bitte um eure Fragen, bitte um ein kurzes Handzeichen. Ralf kommt mit dem Mikro. Peter Klöbel von der Kronenzeitung beginnt. Fangen wir im Sport direkt an. War nach dem Abgang des Djuricin noch eine Überlegung, einmal vorne irgendwas zu machen mit angesichts Rago, Šuškovič, der Verletzungsgeschichte, oder war das nie ein Thema? Na gut, wir haben ja einige Alternativen nochmal durchdiskutiert. Wir haben aber letzten Sommer einen Weg begonnen, wie ich denke, den wir auch sehr, sehr gerne als unseren Weg bezeichnen, wo wir trotzdem der Meinung sind, wenn du eigenem Personal vertraust, dann kann etwas passieren, was wir alle miteinander sehr, sehr spannend finden. Und aus diesem Grund haben wir auch noch die ein oder andere Anfrage, die es auch noch gab, also aus unseren eigenen Offensivreihen dann eigentlich auch abgewehrt, weil wir finden, dass wir auch in der Offensive das jetzt mit unserem vorhandenen Kader gut auffangen können. Der Marco hatte ja auch Probleme, ich glaube in allen drei Vorbereitungen, wo wir jetzt hier sind, dass er die nicht immer voll auch durchziehen konnte. Hat einmal auch einen körperlichen Rückstand gehabt. Die anderen Jungs hatten da etwas mehr Glück und da bin ich schon der Meinung, dass der Marco in den nächsten Wochen sicher auf seine Minuten gekommen wäre, aber vielleicht auch nicht einmal in seinem eigenen Interesse, was er sich selber vorstellt. Und da sind wir schon der Meinung, auch mit dem Mucki, der wird ja auch in den nächsten Tagen wieder am Platz zu sehen sein, dass wir das intern auch so abfangen können. Auch der Haris Tabakovic merkt man auch, dass der auch permanent abliefert. Und da sind wir der Meinung, dass wir das intern absolut covern können. Aber diskutiert haben wir noch, klaro. Das machen wir nach wie vor, weil die nächste Transferperiode steht ja schon wieder an. Ja, David Riebertz von der APA. Auch eine Frage an den Sportdirektor. Wie gut ist denn der Kader Ihrer Meinung nach aufgestellt? Gibt es jetzt mit Blick auf die Dreifachbelastung zum Beispiel im defensiven Mittelfeld irgendwie ein Problemfeld? Durch die Verletzung von Wusti? Ist das angespielt auf dem Wusti? Ja, man darf nicht vergessen, das ist natürlich sehr, sehr bitter für uns, weil der Wusti einer ist, wo wir schon im Frühjahr gesehen haben, dass der Junge eine richtig, richtig lässige Option ist. Der Mani hat auch immer wieder gesagt, Achtung, aufpassen auf diesen Jungen, das sehe ich ganz genauso. Also jetzt drücke ich mir mal die Daumen, dass er eine sehr, sehr gute Reha hinter sich bringt, weil den Jungen wirst du nicht aufhalten können. Der hat einen unfassbar tollen Charakter, eine tolle Mentalität, bringt alle Attribute mit, wurde in der Akademie super ausgebildet und den kannst du nicht aufhalten. Okay, das ist jetzt natürlich ein kleiner Dämpfer in seiner Karriere, aber der Junge wird sehr, sehr stark wieder zurückkommen, ähnlich wie der Siert. Das ist jetzt, wenn wir schon über den Kader sprechen, der Siert wird jetzt auch in den nächsten Spielen seine ersten Gehversuche wieder im Bewerbsspielen machen. Da bin ich sehr froh, der steht super am Platz. Das ist auch das Feedback vom Trainer, dass der Siert diese Zeit wirklich grandios genützt hat. Wer ihn auch kennt, weiß, dass es auch einer ist, der eine tolle Mentalität hat, der ein sehr fleißiger Typ auch ist. Und da drückt man natürlich auch die Daumen, dass die ersten Gehversuche im Profifußball jetzt zurück wieder so funktionieren, dass er ganz, ganz schnell wieder Option auch ist jetzt für einen Trainer. Und auf das will ich auch hinauskommen, dass wir schon glauben, die kleineren Baustellen Richtung Positionen, die werden sich mit den nächsten Wochen komplett lichten. Und ich glaube schon, dass wir auf so gut wie allen Positionen dann diesen Zweikampf auch haben werden, wo nicht jemand vielleicht ausweichen muss auf eine andere Position, sondern dass die Jungs, die auf ihrer angestammten Position sie empfehlen möchten, es auch können und auch da um ihren Platzerl und ihr Leiberl kämpfen sollten. Und das sehe ich jetzt gerade, weil sie das trotzdem ein bisschen lichtet, auch die angeschlagenen Spieler, so wie der Mucki oder der Joe Handel, die werden dann trotzdem in den nächsten Tagen auch wieder zur Mannschaft stoßen. Auch dann gibt es wieder Optionen und da bin ich der Meinung, auch mit dem Amor gibt es eine Option, der vielleicht auch ein Spieler ist, der im Frühjahr gute Leistungen bei den Warlets gebracht hat, der dann vielleicht auch ein Thema sein könnte, um das Platzerl im defensiven Mittelfeld. Und dann gibt es wieder viele Optionen, denke ich, wenn uns hoffentlich der Verletzungsteufel jetzt dann einmal längere Zeit nicht mehr besucht. Der kann uns echt jetzt einmal gestohlen bleiben, dass der Kader absolute Qualität mitbringt, dass wir einen sehr, sehr spannenden und attraktiven Fußball spielen. Nochmal David Riebertz. Eine Nachfrage noch. Gibt es schon einen genauen Zeitplan bei Marco Raguz? Was sagen da die Ärzte? Weiter nein. Und den Druck wollen wir ihm intern nicht geben. Also wir sind wöchentlich mit ihm in Austausch. Er bedankt sich auch die ganze Zeit und da muss ich immer meine liebe Grüße nach Deutschland schicken. Er braucht jetzt auch jetzt von seiner Seite keinen Druck verspüren, dass er jetzt meint, es muss eine Woche früher passieren, nur damit da dieses Rundherum dann einmal still wird. Darum werfen wir auch kein Datum da jetzt in die Runde rein, wo wir sagen, zu dem Tag können Sie mit ihm rechnen. Das wäre, glaube ich, der komplett falsche Ansatz. Mir ist nur wichtig, dass unser Physio-Team, die ihn hier betreuen und jetzt auch, wo er gerade bei Mike Steverding ist, dass der die Ruhe auch genießen kann, die man braucht, um so eine Verletzung auch zu verdauen und dass der auch nachhaltig dann uns zur Verfügung steht. Und da ist es, glaube ich, völlig verkehrt, wenn man irgendein Datum da jetzt rauswirft und
wir wollen ihm die Zeit geben, aber wir sind da sehr, sehr guter Dinge, weil das Feedback auch sehr gut ist und den Druck versuchen wir allwöchentlich bei den Calls, die wir mit haben. Ich glaube, beim nächsten Spiel ist er eh wieder auch persönlich und live und in Farbe da. Da werden wir ihn auch wieder versuchen einzufangen. Nicht, dass er diesen eigenen Druck verspürt, das wollen wir ihn einfach auch nehmen. Und bitte auch von der Medienseite, lasst ihn in Ruhe. Peter Klöbel von der Kronenzeitung. Auch du, Peter. Ja, gut. Okay. Obwohl der Druck ist schon ein bisschen selbst auferlegt, auch weil es gibt ja Stimmen im Verein, die sagen, er wird im Herbst sicher noch spielen. Also der kommt nicht von uns. Da ist ja nur lang der Herbst. Ja, ja, ich sage genau. Wollte ich aber jetzt nicht sagen, sondern der von dir angesprochene Verletzungsteufel, kann der auch eure Einstellung zum Österreicher Topf ändern? Stand heute nicht. Stand heute. Never say never natürlich. Nein, natürlich, der Österreicher Topf, das ist der Bonus. Aber hat sich über den Klagenfurt gesehen. Das der Bonus ist für uns in unserem Budget ein wichtiger Posten. Ja, alle wissen ja, was bei uns für Brocken wegfällt und dass bei uns jeder Euro nach wie vor zählt, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass nach außen jetzt auch aufgrund der internationalen Spieler man irgendwie das langsam auch vergisst, in welcher Lage wir sind. Und da zählt jeder Euro und alles, was wir hier auch in dieser Richtung mitnehmen können, sollten wir auch mitnehmen. Ich weiß, es ist gerade keine einfache Situation für einen Trainer, speziell wenn dann ein Österreicher auch verletzt ist, dann wird es natürlich besonders tricky. Aber Gott sei Dank, und da bin ich recht happy, dass wir Mittwoch, und da bin ich voll bei dir, sehr, sehr souverän diese nicht einfache Aufgabe gelöst haben. Wir haben Tag davor haben wir auch Gurten gegen Salzburg angeschaut. Und auch Regionalliga-Mannschaften können es dir wirklich sehr, sehr schwer machen. Aber das haben wir aus meiner Sicht auch sehr, sehr souverän abgehandelt. Bin froh, dass der andere wieder Scorer-Punkte gesammelt hat. Und drum, also ich bin der Meinung, dass wir noch viele, viele Spiele haben werden, weil wir in allen drei Bewerben weiterhin dabei sind und da wird jeder auf seine Spielzeit kommen. Und wenn einmal einer von den Legionären rausrotiert, dann muss er es verstehen, aber drei Tage später hat er die Möglichkeit, dass er wieder dabei ist. Aber ich glaube, das Verständnis ist mittlerweile auch im Kader angekommen. Ich glaube, sie wissen es und es ist jetzt so, das muss man so schlucken. Jetzt gehe ich zum Sportlichen über. Belastungssteuerung ist so ein Modewort in der Zeit jetzt. Welche Parameter zählen da für einen Trainer? Beobachtung im Training, Gespräch und medizinische Auswertung, ist das dann so ein Mix oder wie steuerst du die Belastungssteuerung? Also ist einmal ganz klar, dass das ein Mix ist aus vielen Dingen. Ich führe sehr, sehr viele Gespräche, bin sehr, sehr viel in Kontakt mit meinen Spielern, bin in Kontakt mit unserer Staff, mit unseren Mitarbeitern, die alle einen sehr, sehr guten Job machen. Die wichtigste Geschichte war natürlich auch die Vorbereitung. Wie wollen wir das angehen? Wir sind zusammengesessen, haben es überlegt, wie wollen wir das Ganze steuern? Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Club. Auch ich habe einiges erlebt. Und wir haben sie dann überlegt, wollen wir bei den Auswärtsspielen eine Nacht länger bleiben oder gleich nach dem Spiel nach Hause fliegen? Wollen wir dort regenerieren, zu Hause trainieren? Und das sind alles Dinge, die sich extrem auswirken. Also wir haben jetzt gesehen, in den ersten internationalen Spielen, diese Entscheidung, in Istanbul zu bleiben, dann weiter zu fliegen nach Klagenfurt, die war perfekt. Wir waren super regeneriert, wir waren körperlich im Top-Zustand und ich merke auch jetzt, bei keinem einzigen Spieler hätte ich das Gefühl, dass irgendwer abfällt. Also ich glaube, dass die Planung sehr, sehr wichtig ist. Wir haben jetzt auch die Gruppenphase durchgeplant und im Groben schon die wichtigsten Dinge für uns abgesteckt, unsere Ziele. Natürlich ist es nicht immer möglich, weil du nicht immer den Flug bekommst, den du dir wünschst, aber ich glaube, das Wichtigste ist, vorbereitet zu sein, das Wichtigste ist, zu reagieren, auch kurzfristig zu reagieren, auf die Spieler einzugehen, Feedback zu holen und ihnen alles Mögliche zur Verfügung stellen, sei es Zusatzernährung, sei es Essen, sei es Frühstück, was der Verein zur Verfügung gestellt hat, dass die Jungs gutes Essen haben und die beste Regeneration ist natürlich Schlaf und Ernährung und da sind die Jungs sehr, sehr weit. Ich appelliere immer wieder in den Gesprächen, dass sie jetzt die nächsten zwei Monate sich von den Familien verabschieden müssen, dass sie alles dem Erfolg unterordnen müssen und dass sie bereit sein müssen, für diesen Erfolg einiges aufzuopfern. Und das Gefühl habe ich. Die Mannschaft ist zusammengewachsen. Riesig gutes Gefühl, wie sie miteinander umgehen, wie sie Probleme lösen. Und ja, ich denke, dass wir da auf einem richtig guten Weg sind. Und ich glaube nicht, dass es ein großes Problem für uns wird, wenn die Verletzten alle zurückkommen. Nochmal David Rieberts von der APA. Wie ist denn die Personalsituation nach dem Cup-Match? Gibt es irgendwelche Wehwehchen oder sind alle fit? Ja, die bis jetzt bekannt waren, ist eh klar. Problemzone ist die Abwehr natürlich, wenn Joe Handel fällt verletzt aus. Lukas Müll hat bis gestern nicht trainiert, muss man schauen, das wird sich dann alles kurzfristig entscheiden. Das andere ist eigentlich so wie gehabt, Huskovic wird nicht dabei sein. Steffen, nochmal David
und dann Stefan Oeller. Und was sagen Sie zum Saisonstart von Austria Lustenau und wie viele Tipps haben Sie sich von Haris Tabakovic abgeholt? Ja, natürlich ist es so, wenn man einen Spieler in den Reihen hat, der so lange da gespielt hat, der alles kennt, holt man sich natürlich Informationen ein. Er hat einiges eingebracht, was wir vielleicht verwenden können. Zum Saisonstart muss ich sagen, ich denke, dass diese Mannschaft verdient in diesen Regionen steht. Sie spielen einen super Fußball. Auch wenn sie jetzt zwei Spiele gegen Salzburg und im Pokal oder im Cup ausgeschieden sind, lasse ich mir diese Mannschaft nicht schlecht reden. Sie haben unglaubliches Umschaltspiel, sie haben sehr, sehr gute Fußballer in ihren Reihen und spielen einen technisch guten Fußball. Also wir müssen schon auf der Hut sein und es wird kein Selbstläufer. Stefan Oeller von Önius. Ich möchte auch zurückkommen zu dem Spiel gegen Lustenau. Der Trainer spricht immer nach den Spielen, wenn man jetzt in der Meisterschaft das genau anschaut, nach den Toren, wir müssen aus den Fehlern lernen. Man hat aber das Gefühl, wenn ich die Tore zum Beispiel jetzt in Istanbul oder der letzten Meisterschaft, es gehört immer wieder dieselben Fehler. Lernen die Spieler nicht dadurch, sind manche lernresistent? Auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht, dass es immer dieselben Fehler waren. Es war Standardsituation in Istanbul, ein abgefälschter Weitschuss. Also da waren sehr unglückliche Gegentore auch dabei. Aber es ist schon richtig. Wir schießen sehr viele Tore in allen Bewerben und bekommen sehr, sehr viele Gegentore. Das müssen wir abstellen, das haben wir gesagt. Wenn du drei Tore in Klagenfurt schießt und dann nicht gewinnst, dann ist es natürlich sehr, sehr bitter. Jetzt haben wir einen Anfang gemacht mit dem Cup-Spiel, 5 Tore geschossen, keins bekommen. Das ist natürlich eine Geschichte, an der wir arbeiten. Aber das liegt nicht nur an der Abwehr, so wie es immer fälschlich vermutet wird, sondern wir müssen auch im Mittelfeld besser dagegen arbeiten. Und es beginnt schon vorne, dass immer wieder Fehler passieren, die wir so in der Art und Weise voriges Jahr nicht gehabt haben. Und das ist ganz klar eine Geschichte, an der wir arbeiten. Ja, nochmal David Ribotz und dann Peter Klöbel. Vielleicht noch eine Nachfrage zu Marko Djuricin. Wie sehr schmerzt denn so ein Abgang von Ihrem besten Stürmer im letzten Jahr? Sie haben ihn in Wolfsberg umschwänglich gelobt. Kann Ihre Mannschaft den Abgang qualitativ nachbesetzen? In erster Linie verstehe ich die Entscheidung von Marco. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich bin ihm sehr, sehr, sehr dankbar für das alles, was er im letzten Jahr für uns geleistet hat. Er war unser Topscorer, unser bester Stürmer in dieser Saison, hat sehr, sehr viel für Austria Wien geleistet, deswegen großen Dank an ihn. Aber so wie es auch schon verlautbart wurde, hat immer wieder Probleme im körperlichen Bereich, die dadurch kommen, dass er lange Verletzungspausen hat. Und ja, für ihn ist es ein Schritt, wo ich sage, das ist logisch. Er bekommt einen 3-Jahres-Vertrag, er hat finanziell, wird er sich verbessern, glaube ich, in eine ganz attraktive Mannschaft und deswegen schmerzt es mich natürlich, einen Spieler wie ihn zu verlieren. Aber die Entscheidung ist so gefallen und ich wünsche ihm alles Gute. Gibt es noch weitere Fragen? Ist jetzt keine Handzeichen mehr, dann sagen wir danke an die Medienvertreter für die Fragen und danke an die Zuseherinnen und Zuseher von Viola TV. Wir freuen uns bereits auf das Heimspiel morgen um 17 Uhr gegen Austria Lustenau.